Heute zeige ich euch eins meiner liebsten klassischen Gebäckstücke und zwar machen wir Brezeln. Und die muss man nachher so schlingen. Deswegen mache ich so komische Dinge mit meinen Armen. Ich weiß ja nicht, was ihr für ein Frühstückstyp seid, aber ich finde es nicht so geil, langweiliges Brötchen zu schmieren. Ich bin jemand, der das Brötchen immer so zerpflückt und ich finde, dafür eignen sich Brezeln ganz besonders gut, weil dann kann man es in alles reindippen. Und jetzt apropos Dip. Ich habe eine neue Kooperation mit Ala Buco Frische Dip. Das schmeckt nicht nur mega gut, sondern die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch total nett. Deswegen machen wir heute alle zusammen Brezeln. Wir starten mit einem Hefeteig. Und zwar braucht ihr dafür Mehl und Flüssigkeit. Ich nehme eine Mischung aus Wasser und Milch. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr die Hefe im Wasser oder in der Milch auflösen wollt. Ich habe hier ungefähr ein Drittel Würfel. Ich persönlich arbeite viel lieber mit frischer Hefe als mit trockener, weil die ist irgendwie aktiver und stärker und irgendwie duftender. Und ich nehme auch keine warme Milch, sondern Zimmertemperatur. Hinein! Mir persönlich geht es so, wenn es so einen großen Brotkorb gibt mit normalen Brötchen, Vollkornbrötchen und eben Brezeln oder Laugengebäck, würde ich immer zur Brezen greifen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie euer Verhältnis zu Brezen so ist, ob ihr die auch gerne esst oder nur in Bayern oder ob ihr es blöd findet, wenn ich Brezel sage statt Brezen. Mich interessiert's. Wasser dazu. Dann habe ich hier Salz. Warte, stimmt das? Das ist Zucker. Eine gute Prise Zucker. Jetzt aber. Und Salz. Und dann Abfahrt. Kneten. Habe ich nicht festgemacht. Wichtig ist, dass ihr eure Rührschüssel richtig zusammenschraubt. Nochmal. Jetzt geht's auch. Wenn der Teig schon gut vorgeknetet ist, darf die Butter dazu. Und zwar ist sie schön weich. Guckt. Weich, weich, weich. Wenn euer Teig richtig schön gemütlich, kuschelig und weich ist wie meiner, dann formt ihr ihn zu einer Kugel und legt ihn zurück in die Schüssel. Den lasst ihr jetzt bei Zimmertemperatur ungefähr eine Stunde gehen, also so lange, bis er sich verdoppelt hat. Oder ihr habt, wie ich, schon einen vorbereitet. Dann geht's schneller. So, er ist richtig fett geworden. Jetzt holen wir den mal raus. Oh, fluffig! Love it. Diesen Teig teilen wir jetzt in 8 gleiche Teile. Ihr könnt dafür, wenn ihr ganz genau sein wollt, eine Waage nehmen. Mache ich aber nicht. Wisst ihr, wie ihr es genau machen könnt? Mitte. Mitte. Wichtig ist, dass man immer ein Auge zukneift. Mitte. 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 Naja, gut. Jetzt machen wir etwas, was man in der Bäckerfachsprache rundmachen nennt. Das heißt, man schiebt es immer so da drunter und macht kleine Bälle. Unsere Portionen sind fertig. Dann müssen wir jetzt was machen, was man auch beim Baguette machen macht. Beim Baguette machen macht, ja. Und zwar machen wir erstmal so eine dicke Rolle da draus. Ihr seht das, diese Naht so ein bisschen zusammendrücken. So. So. Und jetzt machen wir eine ganz lange Rolle draus. Denkt dran, in der Mitte ein bisschen dicker, weil Brezeln haben ja auch diese dicke Stelle. Und es muss mindestens einen halben Meter lang sein. Das reicht noch nicht. Kurzer Test, auf jeden Fall länger als mein Arm. Ah, ein bisschen noch. Denkt auch dran, dass sich der Teig immer ein bisschen wieder zusammenzieht. Und jetzt? Jetzt kommt der Brezeltrick. Und zwar, man kann das so machen. Oder ganz langsam. So. Zweimal drehen. Und hier festkleben. So, und jetzt? Einmal zu viel.
Aber fast richtig. Okay. Aber ihr seht, Brezeln backen ist wirklich keine Rocket Science und es macht voll Bock. Die kommen jetzt noch ungefähr für 20 Minuten unter das Tuch und dann wird gebadet. Während die Brezeln noch ein bisschen aufgehen, machen wir schon mal die Natronlauge. Und zwar habe ich hier Wasser und Natron. Das gibt es eigentlich in jedem Supermarkt. Und ich gebe noch ein bisschen Salz mit ins Wasser. Einmal aufkochen lassen und dann geht's weiter. So, jetzt wird's aufregend. Wir baden unsere Brezeln. Okay, ich nehme mir jetzt eine vorsichtig. Dann hebe ich sie auf den Schaumlöffel. Und jetzt wird gebadet. Und wieder raus. Die Lauge sorgt jetzt dafür, dass sie diese richtig schöne dunkle Farbe bekommt, die wir so lieben an Laugenbrezeln. Also ich. Es ist ganz lustig, weil auf dieser Brezel ist das Muster vom Geschirrtuch. Wollt ihr es mal sehen? So sieht man wenigstens, dass es homemade ist. Jetzt braucht ihr ein scharfes Messer und damit ritzt ihr die Brezel unten im Bauch ein. Und egal, ob ihr das Salz nachher abpult oder nicht, es muss auf jeden Fall zum Backen drauf. Ich mache noch schnell ein Insta-Foto und dann geht's ab in den Backofen. Und los geht's. Und ich mache jetzt aus dem Rest kleine Konfektstücke. Wenn ihr wüsstet, wie diese Küche duftet nach frischen Laugenbrezeln. Okay, wow. Und jetzt schauen wir mal. Nochmal wow. Ui, sind die hübsch. Look at it. Jetzt lasse ich sie kurz abkühlen und dann wird gedippt. Jetzt mache ich das, was ich am liebsten mache, und zwar meine Brezel zerbrechen. Achtung! Boah, sie ist mega fluffig in der Mitte, aber auch nicht zu fluffig. Und ich habe meinen Dip jetzt, Sorte Wiesenkräuter übrigens, in eine Schale gemacht. Und jetzt dippe ich. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass man Brezeln so leicht zu Hause selber machen kann. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich eröffne ein Theater und verkaufe die in der Pause. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Bock, die nachzumachen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.